Überblick zur Plattform make.com, deine beste Automationsplattform. Link zur Anmeldung unter diesem Video. Wenn du einloggst, nachdem du deinen Account erstellt hast, dann kommst du auf deine Teamseite. Die ist natürlich am Anfang leerer. Und ich gehe jetzt durch die grundlegenden Bereiche von Make hindurch, damit wir einen Überblick schaffen. Oben hast du deine Organisation. Da siehst du ein bisschen Statistiken zu deinem Plan, wie viel du im Monat zahlst oder im Jahr und wie viele Operationen du zur Verfügung hast. Am Anfang hast du wahrscheinlich noch den kostenlosen Plan. Da siehst du dann auch, wann die 1000 sind im kostenlosen Plan, wann die 1000 Operationen verbraucht sind. Und dann musst du dazu kaufen oder auf einen bezahlten Plan wechseln. Ein solches Tool ist aber ein Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Da zahlen wir gerne diesen sehr tiefen Lohn von $108 im Jahr. In meinem Fall reicht das meistens. Wenn nicht solche Peaks sind, dann habe ich dazu kaufen müssen, aber für einige kleine Rappen oder Cents. Normalerweise, wenn man ein bisschen aufpasst, wie die Automationen eingerichtet sind, reicht das. Du hast aber auch noch eine Limite für Datentransfer. Und bei den Free Accounts ist das recht tief. Das kann also sein, dass du deswegen in die Limite läufst, wenn du zum Beispiel Automationen hast, die Bilder bearbeiten oder Bilder irgendwo hochladen oder Videos auf YouTube hochladen. Solche Dinge brauchen viel Daten. Die meisten anderen Automationen brauchen wirklich kaum Daten. Okay. Das ist so die Übersichtsseite, wo du auch hier verschiedene Einstellungen hast. Da müssen wir jetzt nicht alles genau durchgehen. Da verbringst du in der Regel nicht viel Zeit damit. Dann Teamseite ist praktisch dasselbe. Die Statistik und die aktiven Szenarien. Und hier Szenarios. Das ist der Bereich, wo du, wenn du wirklich mit Make arbeitest, am meisten Zeit damit verbringst. Das heißt, das ist das Wort für Automationen in Make, Szenarien. Und hier sieht man die Szenarien, die bei mir laufen, die on sind, sind eingeschaltet. Wenn sie eine Uhr haben, laufen sie zum Beispiel in diesem Fall alle 10 Minuten. Wenn sie einen Blitz haben, dann wird es sofort ausgeführt, wenn ein bestimmtes Event eintritt. Und so sieht man, welche Automationen im Moment aktiv sind. Dieses Symbol heißt, es wird nur ausgeführt, wenn ich wirklich hier in die Automation reingehe und dann auf Run klicke. Also soll jetzt durchspielen, da muss ich wirklich manuell hingehen und die ausführen. Kann auch sehr nützlich sein. In diesem Fall geht es darum, dass ich eine Sammlung von Videodateien zu YouTube Shorts hochladen will und automatisch in zum Beispiel 4 Stunden Abständen einplanen will. Und das muss ich nur, wenn ich wieder eine Sammlung von diesen Videos gemacht habe, dann händisch durchführen. Da will ich jetzt keine automatische Ausführung einrichten. Okay. Und hier unten hast du die, die nicht aktiv sind. Genau. Dieser Bereich, also der Hauptbereich, wo du arbeitest, und zwar hier oben mit Create New Szenario, da machst du eine neue Automation. Auch wenn du meine Automationen übernehmen willst, dann gehst du hierhin, neue Automation. Und dann hier unten bei More Import Blueprint und kannst du meine Automation einspielen. Okay? Dann gibt es hier einen Bereich Templates, da kannst du Inspiration holen zu Automationen, die andere schon vorbereitet haben. Oder wenn du vielleicht schon eine Idee hast, dass du zum Beispiel mit Meta oder mit Facebook Ads eine Automation machen willst, dann kannst du auch hier zum Beispiel Facebook Ad Campaign Management, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, und dann kannst du
Facebook-Ad-Daten mit Google Sheets zum Beispiel direkt synchronisieren? Kannst du diese Automation übernehmen? Oder Facebook-Ad-Campaign-Reports generieren und per E-Mail versenden? Wären jetzt zwei Beispiele für deine Facebook-Ads. Und so kannst du, wenn du zum Beispiel ein Notion-Fan bist, wie ich ein bisschen, kannst du schauen, was die Leute so mit Notion machen. Von Notion weg, Notion zu Kalender oder auch hin zu Notion. Wenn irgendwas irgendwo passiert, dann in Notion irgendwas reinspeichern und so weiter und so fort. Kannst du deine Lieblings-Apps hier eingeben. Ehrlich gesagt verwende ich diesen Bereich relativ selten. Vielleicht mal aus Interesse mal schauen, ob da etwas existiert, das mich interessiert. Aber fast nie. Connections, da mit der Zeit wirst du hier dann Connections haben zu deinen verschiedenen Online-Tools. Und hier kannst du sie editieren oder auch löschen, wenn diese Connection nicht mehr da drin sein soll. Und interessanterweise kannst du sie nicht hier drin erstellen, sondern immer dort, wo du ein neues Szenario erstellst und neue Module von deinen verschiedenen Tools hinzufügst, da drin machst du dann die Connection und hier kannst du sie editieren oder löschen. Webhooks. Wenn du mit Tools arbeitest, die nicht direkte Module haben hier drin, dann kannst du sogenannte Webhooks verwenden in vielen Tools und hier hast du, wie bei diesen Connections, halt auch die Webhook-Verbindungen, die du auch hier löschen kannst oder teilweise auch editieren kannst oder abschalten kannst, wenn du sie nicht mehr willst. Okay, dann the more, da sind ja weitere Daten drin, die ich im Moment nicht verwende. Data Structures vielleicht ein bisschen, aber die wurden innerhalb der Szenarien erstellt und hier drin verweile ich mich eigentlich nie. Okay. Wenn du natürlich auch noch dein Smartphone damit verbinden willst, dann kannst du die Make-App hier installieren. Dann wird es hier auch als Device angegeben. Dann kannst du einen Button haben in dieser Make-App, die irgendeine Automation dann ausführt. Aber das verwende ich jetzt wirklich auch nicht aktiv. Okay, das ist so die Übersicht hier oben. Hier unten gibt es nicht viel zu sagen. Sam Steiner, hast du vielleicht auch noch interessant Zugang zum Affiliate-Programm, wenn du das weiter empfehlen willst. Und sonst ein bisschen die Dokumentation von Mike selbst oder News. Und wenn irgendeine Automation ein Problem hat, dann wirst du hier Notifications erhalten. Und ich habe im Moment keine jetzt offen, den Help-Bereich. Das so mal zur ersten Übersicht über, was ist Make in einer Vogelperspektive. Und wir gehen dann in die Hauptfunktionen rein im nächsten Video.